Gratulation an die klimaaktiven Kommunen 2022 in der Kategorie Ressourcen- und Energieeffizienz. An die Stadt Mindelheim. Den Kreis Viersen. Und den Landkreis Lörrach. Freibäder sind in den Kommunen häufig einer der größten Energieverbraucher und CO2-Emittenten. Im Maria-Theresia-Freibad in Mindelheim ist nun endgültig Schluss mit dem Verbrauch fossiler Energien. Hier hat man sich zu einer Generalsanierung entschlossen. Wir haben in moderne Technik investiert, damit wir jetzt unser Freibad weitestgehend energieautark betreiben können. Die neue Wassertechnik baute man in das ehemalige Sprungbecken. Hier arbeitet ein moderner Wasserfilter. Er erkennt den tatsächlichen Verschmutzungsgrad und reinigt nur bedarfsabhängig. Das spart Strom. Vor der Sanierung wurde das Wasser durch eine Gastherme erwärmt. Jetzt fließt es durch Absorbermatten und wird von der Sonne erhitzt. Bei schlechtem Wetter kommt diese Wärmepumpe zum Einsatz. Zum Konzept gehört auch die Trennung von Sprung- und Schwimmbecken. Auch das spart Energie, da die Wassertemperatur in Sprungbecken geringer sein darf. Es ist jedoch nicht nur die Sparsamkeit der Energieverbraucher, die zu CO2-Einsparungen im Freibad führen. Die Stadt Mindelheim hat auch in den Ausbau von Photovoltaik investiert. Ein weiterer klimafreundlicher Ansatz: Dauerkartenbesitzende können für sperrige Utensilien sogenannte Depotkabinen mieten. Für den Ausflug ins Freibad kann das Auto daher zu Hause bleiben. Die Stadt Mindelheim betreibt ihr Freibad nun klimafreundlich und spart eine große Menge an CO2-Emissionen. Das neue Kreisarchiv von Viersen am Niederrhein, ein Neubau mit Pilotcharakter. So ist das 2022 fertiggestellte Gebäude nicht nur architektonisch beeindruckend. Unser Neubau wurde nach den Prinzipien der zirkulären Wertschöpfung geplant und gebaut. Damit setzt unser Kreisarchiv beim Klimaschutz und bei der Nachhaltigkeit neue Maßstäbe weit über die Kreisgrenzen hinaus. Die Prinzipien der zirkulären Wertschöpfung spielten für die Planenden von Anfang an eine wichtige Rolle. Zum Einsatz kamen nachwachsende oder recycelte Baustoffe, wie diese Ziegelwand. Sie besteht aus 100 Jahre alten Steinen aus einem Abrissgebäude. Schon bei der Errichtung wurde der Rückbau mitbedacht. Es wurde weniger geklebt, sondern gesteckt und geschraubt. Das Haus wird zum werthaltigen Rohstofflager, da die Baustoffe später sortenrein getrennt werden können. Eine gute Dokumentation ist die Voraussetzung für eine zirkuläre Wertschöpfung. Daher bekam das Bauwerk einen digitalen Zwilling. Das Gebäude ist auch energetisch optimal für einen klimafreundlichen Betrieb geplant. Mit der Kraft der Sonne werden auf dem Dach Strom und Warmwasser erzeugt. Bei der Gebäudehülle wurde auf gute Dämmeigenschaften geachtet. Der Neubau in Viersen beeindruckt nicht nur mit Ressourcen- und Energieeffizienz. Das Gebäude erfüllt natürlich auch die hohen Ansprüche an ein Archiv und ist dazu noch sehr nutzerfreundlich. Unser Ziel ist die Klimaneutralität. Dafür ist bei der Wärmeversorgung ein Umstieg auf klimaverträgliche Energiequellen notwendig. Eine Wärmeplanung für einen ganzen Landkreis ist in Deutschland ein Novum. Es gibt kaum Vorbilder. Der Landkreis Lörrach stand als Koordinator daher vor der Frage, wie vorzugehen ist. Gemeinsam mit 35 Städten und Gemeinden entwickelte man eine Strategie. In Kooperation mit externen Fachplanern wurden alle wärmerelevanten Daten erfasst. Es wurden Potenzialflächen für erneuerbare Energien ermittelt und Eignungsgebiete für Wärmenetze ausgewiesen. Der Landkreis Lörrach hat eine heterogene Struktur. Im Norden dominieren Land- und Forstwirtschaft, im Süden am Hochrhein produziert die Großindustrie. Mit seiner Wärmeplanung hat der Landkreis jetzt eine Grundlage, um Synergien und Potenziale zu erkennen und um Wärmeverbraucher und Wärmeerzeuger zu vernetzen. Gemeinsam in vielen Arbeitsgruppen entwickelt, ist die interkommunale Wärmeplanung von Lörrach ein Leuchtturmprojekt. Es zeigt, wie ein ganzer Landkreis seine Wärmeversorgung in Zukunft klimaneutral gestalten kann.